Spannung, Spaß und Nervenkitzel für die ganze Familie bei der Jubiläumsveranstaltung des Oldenburger Landesrennvereins am 9. Juni. Der Rennbeginn im Schlosspark zu Rastede ist um 13 Uhr. Es werden wieder Außenwetten auf alle deutschen Rennplätze angenommen. Der Renntag in Rastede wird präsentiert von Ihrem Thiel-Fachhändler im Norden. Die exklusiven Pferdeanhänger mit dem Original Aluplastboden. Aluplast ist extrem haltbar. Mehr unter www.haltbarer.de. Die letzten Vorbereitungen vor dem großen Rennen. Noch einmal striegeln, sauber machen und noch einmal Nase putzen. Dann ging es ab in Richtung Bahn. Laut schnaufend wetzten am Wochenende wieder durchtrainierte Pferde mit donnernden Hufen an den Publikumsrängen vorüber. Vor der leuchtend grünen Kulisse des Rastedter Schlossparks starteten 95 Teilnehmer in 9 Trab- und Galopprennen beim Traditionsrenntag des Oldenburger Landesrennvereins. Das Besondere ist, dass bei dieser Veranstaltung sowohl Galopp- als auch Trabrennen ausgetragen werden. Normalerweise sind in Deutschland Veranstaltungen nur mit Galopprennen oder nur mit Trabrennen. Hier haben wir beide Fakultäten, wie wir sagen, am Start. Also sowohl die Galopper, die englischen Vollblüter, die Halbblüter, aber auch die Traber. Bei denen wird ja im Sulki das Pferd gefahren, während bei den Galopprennen die Pferde geritten werden. Und das mit atemberaubenden Geschwindigkeiten. Die Tiere laufen auf dieser Bahn bis zu 50 Stundenkilometer schnell. Bereits seit 1987 findet der Renntag jährlich im Residenzort statt. Vor eindrucksvoller Zuschauerkulisse auf dem Turnierplatz gab es neben den galoppierenden Pferden auch 5 Trabrennen zu sehen. Trabrennen ist eine Leistungsprüfung, um die Zucht zu verbessern. Es ist im 19. Jahrhundert entstanden, damit wir ein schnelles Wagenpferd haben. Da wurde dann natürlich selektiert und das Besondere an den Trabrennen ist diese ganze Flair, schnelle Pferde, Wetten und gutes Publikum. Und das gibt es in Rastede in jedem Jahr. Somit ist dieser Renntag auch immer etwas ganz Besonderes für Reiterinnen und Reiter. So auch für Silke Brüggemann, die mit ihrem braunen Wallach Antonello das wichtige Vollblutrennen gewann. Ja, das ist natürlich immer ein sehr schönes Gefühl, wenn man als Erster über die Linie kommt. Und da fällt dann auch immer viel, gerade wenn man für einen größeren Trainer reitet, fällt dann auch immer viel Anspannung ab. Und das Rennen selber konnte ich eigentlich von vorne recht gut gestalten. Dann hatte der Antonello, das ist halt erst ein dreijähriges Pferd, ein paar Schwierigkeiten mit den Bögen, aber er konnte immer wieder zulegen, sodass er eigentlich ungefährdet gewinnen konnte. Antonello hatte es übrigens auf der Rennanlage so sehr gefallen, dass er gleich noch einmal laufen wollte. Ganz zur Freude der Zuschauer, die auf der Tribüne alles gaben, um ihre Favoriten auf der Zielgeraden voranzutreiben. Kein Wunder, dass zahlreiche Zuschauer bereits seit vielen Jahren zum Traditionsrenntag kommen. Ja, wir kennen das Landesturnier hier in Rastede, das hat uns auch schon immer gut gefallen. Und das ist einfach mal ein kleinerer Rahmen hier. Man kriegt immer Sitzplätze, ist auch nicht so teuer wie in Bremen. Also ich finde, das ist hier immer sehr gut organisiert. Ich finde einfach hier die Atmosphäre schön und deshalb komme ich eigentlich jedes Jahr hierher. Also wir sind zum ersten Mal heute hier, zum ersten wegen den Pferden und uns gefällt es hier auch ganz gut. Und wir wollen auch, wenn es das nächste Mal wieder ist, dann wollen wir auch wieder hierher kommen. Das würde auch die Veranstalter freuen. Schließlich ist der Oldenburger Rennverein ein Verein mit langer Tradition, der dann ein kleines Jubiläum feiert. Denn dann wird der Verein 111 Jahre alt.